Wir sind wieder zu Gast im Leipziger Forschungsinstitut ICAS. Thomas Neumuth zeigt uns heute ein Robotersystem, das dem Chirurg dabei helfen soll, bestimmte Punkte im Patientenkörper millimetergenau zu treffen. Hier sieht der Arzt live, wo in dem Patientenkörper die Läsionen, also die Stellen, die er mit der Biopsienadel erreichen möchte, sind. Er markiert diese Stellen in seinem digitalen Modell. Der Computer berechnet automatisch den optimalsten Zugangsweg zu dieser Läsion. Das heißt, wie muss die Biopsienadel möglichst optimal eingeführt werden in den Körper, ohne dass Blutgefäße, Nervenbahnen oder andere Risikostrukturen verletzt werden, aber dass natürlich auch die Zielstruktur optimal erreicht wird. Die herkömmliche Methode basiert eher auf Trial and Error. Das heißt, eine Biopsienadel wird eingeführt und der Arzt guckt dann in den radiologischen Bildern, ob die Biopsienadel die Struktur getroffen hat. Wenn die Struktur nicht getroffen wurde, muss die Nadel wieder rausgezogen werden, muss wieder neu gesetzt werden und das Ganze wird so lange wiederholt, bis die Struktur getroffen wurde. Und hier ermöglichen wir dem Arzt, das Ganze in einem Arbeitsschritt zu machen, immer zielgenau zu treffen und gleichzeitig die Risikostrukturen zu vermeiden. Die Zielstruktur wurde markiert und der Zugangsweg optimal berechnet. Jetzt können die Daten an den Roboter übertragen werden. Ich aktiviere den Roboter mit Hilfe eines Fußschalters und sage ihm dann, dass er in Position gehen soll. Das Ganze passiert durch Antippen. Der Roboter kennt schon den automatisch berechneten optimalen Zugangsweg und platziert sich über den Patienten. Und der Arzt führt nur noch abschließend in senkrechter Richtung den Roboter, um einen Anpressdruck auf den Patienten zu erreichen, der für den Patienten verträglich ist. An der Spitze des Roboters ist ein mobiles Ultraschallgerät befestigt und dieses mobile Ultraschallgerät gibt dem Arzt Informationen live über die Position der Biopsienadel im Patientenkörper. Wir sehen jetzt hier auf dem Tablet die Läsion, die vorher als Ziel markiert wurde, und der Roboter hat eine Führung an der Seite, wo die Nadel jetzt eingeschoben wird, und diese Nadel wird dann exakt diese Läsion treffen. Und Sie sehen, da kommt rechts oben die Nadel ins Bild und wird genau bis in die Läsion vorgeschoben. Dadurch ist es dem Arzt möglich, dass er wirklich exakt auf den Millimeter den Zielbereich trifft und die Biopsie dort entnehmen kann, wo er sie vorher markiert hat, die bestmögliche Stelle, auch nicht mehr 20 Versuche braucht, um die richtige Stelle zu treffen. Aus technologischer Sicht ist das System bereits heute einsatzfähig, aber es gibt da noch ein Hindernis. Momentan ist das Problem, dass die Roboter einfach noch zu groß sind. Das heißt, sie passen noch nicht optimal in das klinische Setting hinein. Sie müssen vorbereitet werden. Das heißt, hier muss noch Integrationsarbeit geleistet werden. Ich denke, auch hier sind wir in einem Bereich von circa 10 Jahren, plus minus 3 Jahre vielleicht. In wenigen Jahren wird also auch diese innovative Technik zum Klinikalltag gehören.